Hallo, lieber Outdoor-Enthusiasten. Heute ist Donnerstag, der 22.09.2022. Wir sind mal wieder unterwegs hier in Bochum. Wir haben schon, warte mal, so Kilometer haben wir eigentlich schon auf der Uhr. Müsste einiges schon sein. Ja, 5 Kilometer. Wir haben schon 5 Kilometer auf der Uhr. Wir haben noch einiges besorgt heute Morgen auf dieser Wanderung. Und ja, haben uns heute Morgen überlegt, weil es ein schöner sonniger Tag ist mit aber angenehmen Temperaturen. Wir hatten, glaube ich, 10 Grad heute Morgen oder so. Ja. Ne? Und es soll heute auch nur 20 werden. Haben wir hin und her überlegt, eine Fahrradtour zu machen oder eine Wanderung. Hin und her überlegt. Na, haben wir uns für die Wanderung entschieden. Die Wanderung wird uns heute Richtung Süden treiben. Wir glauben, dass wir Richtung, also unser Ziel sollte schon der Ruhrbogen in Hattingen sein. Genau. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Das erste Highlight dieser Wanderung ist ein Lost Place, den wir letztens entdeckt haben. Also das Gelände und so, das kannten wir schon immer. Aber dass man das Gelände betreten kann und dass das ein stillgelegtes Heizkraftwerk ist, das wussten wir gar nicht. Ne? Nee. Das sind so Sachen, die hast du jeden Tag vor der Nase, denkst du nie drüber nach. Und letztens sind wir daher. Und da war das Tor auf. Da war das Tor auf, da stand auch nicht betreten verboten. Jetzt wird es hier ein bisschen laut, wir überqueren den Sheffield-Ring. Ja. Eigentlich nicht filmswert, aber ist egal. Ja. Ihr wisst ja, dass ich Höhenangst habe. Und so Brücken für mich immer die totale Herausforderung sind. Aber ihr kennt mich ja, ich stelle mich meiner Angst. Gut, was wollte ich jetzt erzählen? Ja, das stand, also nicht stand, betreten, verboten. Also haben wir uns das so ein bisschen angeguckt. Beim Walken war das, ne? Genau. Beim Laufen, ich weiß gar nicht mehr. Okay. Dann wir hoffen, dass wir da heute auch noch reinkommen. Nicht, dass das wieder verschlossen ist, weil ja, wenn da betreten verboten steht oder so, dann gehen wir ja natürlich da nicht rein. Nee, das gibt ja dann nur Ärger. Also schauen wir mal, ob wir da hinkommen. Das ist ein altes Heizkraftwerk von 1905, glaube ich, in Betrieb genommen. Und das lief, also die letzten Kessel wurden 1988 dicht gemacht, also schon ganz schön lange. Und das hat Bochum, den Bochumer Ruhstadt und so, mit Fernwärme versorgt, also bis noch in den 80er Jahren rein. Ja, ja, da gucken wir mal. Und jetzt ist das ziemlich abgerockt, sieht aber toll aus. Wir gucken mal. Wir schauen mal, ob wir aufs Gelände kommen. Wenn nicht, berichten wir euch das gleich. Genau. Ansonsten begleitet uns auf einer weiteren schönen Wanderung durch unser schönes Ruhrgebiet. Ich brauche die Aufnahme gar nicht abbrechen, weil wir sind schon da. Hinter uns ist der Eingang auf das Gelände und es ist offen. Steht auch nichts von Hier steht nichts von privat oder so. Okay, wir wissen, das haben wir nicht herausbekommen, wenn wir über dieses Gelände jetzt hier gehen, dass man auf verschlungenen Pfaden auf den Springorum-Radweg kommt. Genau. Und das ist zielführend für uns. Von daher machen wir jetzt diesen kleinen Umweg.
das auch angeschaut. Da kam uns jetzt gerade eine Gruppe Leute entgegen, die gelbe Bauhelme auf hatten, Westen, genau. Die offensichtlich zu dem Besitzer dieses Heizkraftwerkes gehören. Was das RWE ist. Genau. Die haben aber nichts gesagt. Wir haben die freundlich gegrüßt. Genau. Wir sind jetzt natürlich auch nicht in die Gebäude reingegangen. Ich habe nur von draußen gefilmt, weil überall stand Betreten verboten. Dann machen wir das lieber nicht. Gut, ja, das könnte man. Vielleicht wird hier irgendwas geplant, wie die Gebäude, das genutzt wird. Genau, wie das genutzt wird später mal. Ist ja auch ein Riesenareal. Da sind ja noch Parkplätze da hinten und noch Wasteland und Schienen sind hier. Also hier könnte man noch eine ganze kleine Stadt hinbauen. Ja, mal gucken, was hier noch so entsteht. Genau. Eigentlich eine super Lage. Nicht nur eigentlich, sondern die ist gut. Ich muss hier ein bisschen aufpassen. Wir sind jetzt auf diesem Trampelpfad, den wir neu entdeckt haben. Letzte Woche oder vor zwei Wochen. Und wir kommen dann auf den Springorum-Radweg. Schauen wir mal, ob wir das nochmal wiederfinden. Ansonsten ist das hier sehr, ja, Trampelfahrt-esk sozusagen. Ja, sieht aus wie an der Bahn. Sieht aus wie an der Bahn. Ach, ja. Aber da ist ja auch eine Bahn. Da ist ja auch eine Bahn. Beziehungsweise, da war mal eine Bahn. Alles sind doch Schienen. Ja, klar. Gut. Dann würde ich mal sagen, bis gleich. Da waren Hühner. Kilometer 15. Wir sind jetzt hier in Bochum-Dahlhausen in einem Park, den man auf dem Gelände von der ehemaligen Zeche Friedlicher Nachbarn. Vereinigte irgendwas Dahlhausen. Dahlhausen, genau. Auf jeden Fall kann man hier in diesem Park, den man schön hergerichtet hat, auch ganz viele Spuren des Bergbaus sehen. Das da hinten ist so eine Mauer und auch überall gibt es Hinweisschilder und Tafeln, wo man das nachlesen kann. Das ist aber ziemlich viel Text. Ja, auch schlecht gemacht. Das ist viel zu viel Text. Also die halbe Geschichte steht da drauf des Ruhrgebiets. Aber wenn man hier spazieren geht und sich das mal angucken möchte, ist das auf jeden Fall eine schöne Sache. Kann man auch mit Kindern gehen. Ihr habt ja gesehen, da gibt es einen Kinderspielplatz, wo man sich auch aufhalten kann. Ja, und jetzt gehen wir weiter. Jetzt kommt gleich eine ganz tolle Stelle, wo auch so Felsen sind und so. Hier hat man auch eben noch viele Spuren des Bergbaus, ehemalige abgebaute Ecken und so, wo dann die Felsen noch da sind. Den Ruhrtalradweg, ach Quatsch, sind wir gar nicht gegangen. Den Springorum-Radweg sind wir gegangen. Und dann jetzt ein ganzes Stück an der Ruhr entlang. Die Bahn ist uns entgegengekommen und die wird auch jetzt gleich unser Begleiter sein.
denn wenn wir gleich Vorsicht, Steine. Wenn wir gleich unten im Ostholz oder Lindenholz, ich glaube Ostholz heißt das, nicht hier. Winsbark hier unten? Oder Winsbark, aber da schon was von Ostholz, okay, und Lindenholz. Egal. Egal. Auf jeden Fall hier unten sind, dann kann man auch immer die S-Bahn sehen. Genau. Manchmal von ganz weit weg, ja, aber sie ist da. Genau. Und bis nach Hattingen kommen wir ja womöglich auch bis zum S-Bahnhof. Ja. Ja. Genau. Passt das. So. Oh, jetzt wird es auch ein bisschen gebirgig. Genau, und jetzt müssen wir ein bisschen mal aufpassen. Wenn man es sehen kann hinter uns, geht es ganz schön steil ab. Da kann man so einen Garten sehen. Genau, und der Weg wird auch etwas holperig. Ja. Daher machen wir hier erstmal erst Schluss. Genau, und melden uns gleich nochmal wieder. Leg ich mir. Wir schon wieder. Wir sind jetzt hier in Winsbark und das ist hier die Welt der freilaufenden Auerochsen, die wir nie sehen. Beziehungsweise doch, wir haben sie ja noch vor kurzem, sind wir mit dem Fahrrad den Ruhrbogen gefahren. Da haben wir sie vom Weiten gesehen. Das ist hier so eine Halbinsel, die ist aber für Menschen gar nicht begehbar, also keine Spaziergangwege oder Fahrradwege, nur für die Bauern, die hier sind. Und da leben die halt die Auerochsen und leben hier echt schön, ne? Genau. Die sehen auch klasse aus, nur leider, wie gesagt, haben wir die bis jetzt noch nicht filmen können. Wir hoffen immer, dass die mal eines Tages hier sind, auf der Wiese, wo auch das Schild ist, und dann, genau, dann werden sie abgefilmt. Kilometer 18. Wir sind an einem unserer Lieblingsorte hier im Ruhrgebiet, auf der Ruhrbrücke in Hattingen-Winsbark. Diesen Stadtteil oder diesen Ort haben wir gerade durchwandert. Der ist sehr bäuerlich geprägt und einfach nur wunderschön. Ja, und hinter mir seht ihr die Ruhr. Und das ist hier so eine alte Eisenbahnbrücke, die aber noch in Betrieb ist. Also da warten wir jetzt eigentlich auf die S-Bahn,
um die zu filmen, weil das immer ein guter Effekt ist in unseren Videos. Und eigentlich, wer es beobachtet hat, wird sehen, dass in fast allen unseren Videos immer ein Zug vorkommt. Eine S-Bahn oder ICE, völlig egal, wenn wir es denn schaffen. Aber in sehr vielen ist das so. Ja, die Wanderung war bis hierhin sehr schön, habe ich schon gesagt. Und dann gehen wir jetzt, weiß ich nicht, gehen wir durch Hattingen durch oder? Wir gucken mal. Wir gucken mal, wo es uns so hintreibt. Aber richtig klasse. Da kommt jetzt jemand, das müssen wir uns ganz schlank machen. Nach 23 Kilometern sind wir jetzt hier im Daimke-Tal in Bochum. Das Gebäude, was ich gerade gefilmt habe, war ein Gebäude der ehemaligen Zeche Friedlicher Nachbar. Auch das Grubenwasser, das da bis heute rausgepumpt wird, habe ich gefilmt. Ja, bis zur Ruhr und an der Ruhr entlang war der Weg ja bisher wunderschön. Dann haben wir die Ruhr verlassen und sind zu einer Hauptstraße Richtung Bochum gegangen. Wir waren ja unten in Hattingen. Das war keine gute Entscheidung, aber haben wir auch überlebt. Ne? Jetzt hier im Daimke-Tal ist es natürlich wieder richtig klasse. Das sieht schön aus, das ist ruhig hier. Einmal umdrehen. Ja, gut. Ich hatte den Weg eigentlich aufgezeichnet bei Komoot, das habe ich aber abgebrochen, weil das Stück über die Wuppertaler Straße kann man keinen zumuten. Ja, hier geht wohl auch der Wanderweg her. Aber von da kommend, ne? Naja, müssen wir noch mal bei Komoot gucken. Ach, da sind Rehe. Guck mal. Da sind auch Rehe. Astrein. Ja, würde ich mal sagen, melden wir uns gleich noch mal wieder. Kilometer 25, die Wanderung neigt sich dem Ende zu. Man kann fast schon die Haltestelle sehen. Ja, die Wanderung war insgesamt schön. Ja. Der erste Teil war schöner als der zweite, aber so ganz nach hinten da im Daimke-Tal war es ja dann auch noch mal schön. Ja. Also insgesamt gesehen war die Wanderung völlig in Ordnung.
3 Sterne von 5. Ja, man kann oder das bestimmt, 3,5. Ja, man kann das besser planen. Aber wir hatten das ja im Vorfeld gar nicht geplant. Und sind spontan losgegangen. Und von daher ist das eigentlich haben wir das Beste draus gemacht, sagen wir es mal so. Ja, dann bleibt uns jetzt nicht mehr allzu viel zu sagen. Bleibt gesund, alles wird gut. Eure Petra und Herbert vom Wandern im Ruhrgebiet. Bis bald!